Hallo YouTube, ihr seht's, Lepic ist gerade am Backen, war bei mir ein glückliches Nebenprodukt bei der Freischaltung. Ich möchte jetzt einmal mit euch durchgehen, wo ihr die entsprechenden Teile farmen könnt, was gegebenenfalls die Vor- und Nachteile sind und natürlich auch, wie die Dropchance ist. Und bevor wir anfangen, schauen wir uns natürlich wie immer die blauen Items hier an. Kohlenstoffkristall habe ich am wenigsten, deswegen gehen wir das hier einmal durch. Das, was wir jetzt hier durchgehen, funktioniert natürlich für alle. Zunächst einmal schauen wir uns an, woher wir das Ganze bekommen. Hagios, normal oder schwer, ist egal. Dann düsen wir einmal hier hin und ich würde sagen, wir nehmen diesen Spot hier unten. Denn hier müsste, glaube ich, beides sein. So, jetzt scannen wir einmal fleißig in der Hoffnung, dass hier gleich irgendwo, da oben sehen wir es schon, ein weißer Kristall auftaucht. Der signalisiert uns nämlich, wo eine Munitionsbox, Truhe, je nachdem, wie man das Ding nennen möchte, ist. Da haben wir sie auch schon. Einfach rangehen, öffnen. In dem Fall haben wir das nicht bekommen, weil wir pro Gebiet immer zwei Ressourcen haben, die wir bekommen können. Da haben wir sie jetzt bekommen. Und was wir auch noch zusätzlich machen können, mal schauen, haben wir das hier irgendwo? Da haben wir es. Wunderbar. Auch die Ressourcenkisten. Wenn wir die kaputt schießen, könnte dort das Material drin sein. Also nach diesen beiden Sachen erhaltet ihr Ausschau. Und wenn ihr das ein paar Minuten gemacht habt, solltet ihr eigentlich die benötigte Menge haben. Jetzt können wir richtig starten und als erstes beginnen wir mit den hochkonzentrierten Energieüberresten, denn wir haben hier wieder Tresore in Hagios, dort wo wir eben waren. Eine interaktive Map für die potenziellen Spawnpunkte werde ich euch unten einmal in der Infobeschreibung beifügen. Ich habe mich jetzt mal aufgemacht mit Enzo nach Hagios. Ich befinde mich in der vorgeschobenen Basis, denn hier haben wir tendenziell sogar auch die Möglichkeit auf ein Doppelspawn. Und zwar ist das jetzt hier drinne. Ja, da haben wir was. Wunderbar. Also, ein Tresor könnte hier stehen. Und der andere, da wo es eben gepiept hat. Ich stand quasi vor der Glasscheibe, habe nach vorne geschaut und er hat gepiept. Das heißt, dass hier hinten ein Tresor zur Verfügung steht. Nein, in unserem Fall nicht. Ja, die Passage wollte ich jetzt nochmal mit einem kleinen Erfolgserlebnis abschließen. Deswegen bin ich in den normalen Schwierigkeitsgrad gesprungen, komplett hier in den Norden von Hagios gereist, Sternfallstraße. Und hier oben bei dem Waypoint sind wir, denn da vorne befindet sich jetzt auch wirklich ein Tresor. Ich habe vorhin das Piepen falsch eingeschätzt und wenn wir jetzt hier einmal drum herumlaufen, genau, da haben wir einen Tresor. Mit Enzo sollte das jetzt kein Problem sein und dort bekommen wir jetzt gleich auch die Überreste, nach denen ich hier gesucht habe. Als nächstes schauen wir uns den Bauplan verbesserte Zellen an und hier haben wir natürlich wieder mehrere Spots. Beim ersten Spot haben wir nur eine 15%ige Drop-Chance auf die Zellen. Alle anderen Spots haben eine 32%ige Chance. Die anderen drei sind zu empfehlen. Besonders zu empfehlen ist allerdings hier unten Hagios Schwerfusionsreaktor. Denn hier erhalten wir das amorphe Material 108. Wenn wir jetzt hier einmal hineinspringen, das Material bekommen wir, wenn wir den Außenposten abschließen. Wir müssen keine Infiltration durchführen. Und das Schöne ist, hier bekommen wir nicht nur zu 32% die Chance auf die Zelle von Lepic, sondern wir haben auch eine 6%ige Chance, den Spiralkatalysator für Ulti-Viesa zu erhalten. Also vielleicht habt ihr besonders viel Glück und bekommt sogar das Ding. Bei den anderen beiden, beziehungsweise hier, haben wir einmal die 64. Dafür müssen wir ins unfruchtbare Land gehen. Hier haben wir natürlich auch wieder einen Außenposten im geheimen Bereich. Das amorphe Material 64 kann nur durch den Abschluss erhalten werden. Wir haben hier nicht die Möglichkeit auf einen Doppeldrop oder müssen eine Infiltration durchführen. Und der dritte
einfache im Bunde ist der Echosumpf. Hier haben wir die 80, auch wieder ein Außenposten, auch wieder auf schwer. Und hier erhalten wir das Muster auch wieder für den normalen Abschluss. Ein Doppeldrop oder eine Cheryl-Infiltration ist nicht nötig, beziehungsweise ein Doppeldrop ist auch nicht möglich. Wenn ihr noch nicht im schweren Modus seid oder damit nicht klarkommt, gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, die direkt zu Beginn funktioniert. Wir brauchen hier einmal das Muster 12 und wir müssen dafür die umwerfende Schönheit, also den zweiten Koloss, den zweiten Boss umhauen, ist recht einfach und unkompliziert. Und dieses Muster erhalten wir, wie gesagt, 15%ige Drop-Chance. Wenn wir jetzt hier an den Sondereinsatzterminal gehen, unfruchtbares Land, das ist jetzt hier quasi mein Lieblingsfarmspot. Und hier haben wir das amorphe Materialmuster 12. Lepic kann zu 15% dabei sein. Wir haben ebenfalls eine Chance auf einen Energieaktivator. Falls ihr Glay noch nicht haben solltet, haben wir hier auch nochmal eine hohe Chance auf die verbesserte Zelle von Glay. Und dieses Muster bekommen wir bei Welle oder nach Welle 4, Welle 8 und nach Welle 10 können wir es ebenfalls bekommen. Und wie gesagt, die umwerfende Schönheit sollte nicht so das Problem werden. Schauen wir uns einmal an, was wir hier im zweiten Bereich haben. Und da starten wir zunächst einmal mit dem Kristall Biogel. Das bekommen wir in der Schlucht der Weißnächte. Wir haben hier einmal die Möglichkeit, Fusionsreaktoren zu machen. Die wurden in der letzten Zeit oder mit dem letzten Patch ordentlich gepusht. Problem ist, wir brauchen Lernsplitter dafür. Wenn ihr die entsprechenden Splitter nicht habt, dann müsst ihr sie farmen. Ist immer mit einem gewissen Aufwand verbunden. Was ihr natürlich stattdessen machen könnt, ist, wir haben hier auch strategische Außenposten. Heißt, ihr sucht euch den Außenposten aus, der euch am besten gefällt. Im besten Fall nehmt ihr noch eines, wo ihr ein Muster bekommt, wo ihr dann auch nochmal ein bestimmtes Bauteil für eine Waffe oder für ein Nachfahren erhalten könnt, so dass ihr nicht nur für ein Material farmt, sondern für zwei. Springt dann quasi hier hinein, ihr müsst nicht infiltrieren, stellt das Ganze bitte auf privat, damit ihr niemanden anderen dabei stört. Und dann, wenn ihr diesen Außenposten abgeschlossen habt und den Elite-Gegner umgehauen habt, solltet ihr dann hier das entsprechende Biogel bekommen. Dann springen wir einmal weiter zum Stabilisator. Hier haben wir auch wieder mehrere Möglichkeiten, 4 an der Zahl. Und bei 3 und 4, bei den beiden, haben wir die Möglichkeit, zu 32% das Bauteil zu erhalten. Bei den ersten beiden haben wir die Möglichkeit von 38% das Bauteil zu erhalten. Also dieses Bauteil hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Wenn ihr stark genug seid, würde ich euch aber die hier unten empfehlen, weil sie ein wenig schneller gehen. Denn starten wir einfach mal hier oben mit dem ersten, wenn ihr einen Sondereinsatz macht. Wir gehen einmal hier hinein. Das ist der hier in Kingston, Verteidigung der Albion-Ressourcen. Haben wir hier das entsprechende Muster. Das droppt bei 7, 14 und 21 haben wir sogar die Möglichkeit auf einen Doppeldrop. Diese Art von Mission dauert aber verdammt lange. Also das kann bis zu einer Stunde dauern, bis ihr hier durch seid. Deswegen, ihr bekommt hier mit hoher Wahrscheinlichkeit, nicht garantiert, es kann auch sein, dass ihr nur mit Gold rausgeht, aber zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit bekommt ihr hier die Möglichkeit auf dieses Muster. Es dauert halt nur verdammt lange. Wenn ihr genug von dem Muster habt, geht ihr zum Grabläufer. Das ist der erste Koloss, der erste Boss. Sollte nicht so das Problem sein. Dann haben wir noch eine weitere Möglichkeit über den Sondereinsatz. Und den finden wir hier in Vespas. Stoppt das Lernexperiment. Auch wieder 38%ige Chance. Aber auch das dauert wieder recht lange. Wir haben es abgesehen auf die 019. 38%ige Drop-Chance. Könnt ihr erhalten nach Abschluss der Welle 12, nach Abschluss der Welle 28 und 38. Auch hier könnt ihr im schlimmsten Fall nur mit Gold rausgehen und habt dann eine Stunde eurer Lebenszeit verschwendet. Deswegen, wie gesagt, diese beiden Sachen sind nicht zu empfehlen. Was ich euch empfehlen kann, ist einmal einen Dungeon zu machen. Haben in Kingston
das Meisterlabor. Hier haben wir es. Und wenn wir jetzt hier einmal drauf gehen, haben wir auch direkt den Stabilisator für Lepic. Wir müssen hier nichts umstellen. Gleichzeitig haben wir hier auch noch die Chance, ein Viesa-Bauplan zu erhalten für die verbesserte Zelle. Auch hier wieder doppelt gemoppelt. Wenn ihr genügend von diesen Mustern habt, müsst ihr den Vollstrecker auf schwer besiegen. Das ist der erste schwere Boss. Sollte mittlerweile auch nicht mehr so das Problem sein. Und dann habt ihr die Chance, hier das Ganze zu bekommen. Hier bekommt ihr dieses Muster garantiert. Wenn ihr das Ganze auf schwer abschließt, ihr könnt das auch öffentlich machen, dann solltet ihr es definitiv abschließen, ungefähr 5 Minuten, und dann bekommt ihr garantiert mindestens eines dieser Muster, deswegen empfehlenswert. Und das Letzte, was ich für euch habe, ist, wenn wir jetzt einmal auf die Karte springen, haben wir in der Festung einen Außenposten. Dafür müssen wir jetzt allerdings einmal den Schwierigkeitsgrad umstellen. Und bei dem bekannten Walby Farm Spot haben wir jetzt hier die Möglichkeit, bei der 122, das ist das, was wir haben möchten, habt ihr zu 32% die Chance auf den Stabilisator von Lepic. Und das Schöne ist, hier haben wir auch wieder eine 6%ige Chance für Ulti Glay die verbesserte Zelle zu bekommen. Also auch wieder ein Doppelfarm. Lepic werdet ihr höchstwahrscheinlich zuerst bekommen, aber wenn ihr eventuell besonders viel Glück habt, bekommt ihr erst Glay und dann Lepic, und das würde ich euch natürlich auch von Herzen wünschen. Damit sind wir jetzt auch schon im dritten Bereich angekommen. Hier haben wir komplexen Kohlenstoffaktivator und den bekommen wir in den beiden Dungeons vom Echosumpf. Entweder normal oder schwer. Und den Keimspeicher habe ich schon mehrfach durchgeführt, deswegen werden wir einmal gemeinsam den Keimspeicher machen. Dafür springen wir hier einmal ans Terminal. Dieses Mal werde ich das Ganze auf normal machen, weil ich mit Ultimate Bunny noch so ein paar Sachen parallel level. Und da sind wir dann natürlich auf normal deutlich schneller unterwegs und es ist natürlich auch deutlich einfacher. Wenn ihr allerdings einen starken Char habt, dann könntet oder solltet ihr hier vielleicht auch im schweren Schwierigkeitsgrad durch, weil dann bekommt ihr nochmal bessere Beute in Bezug auf Module, Waffen und so weiter. Und wenn ihr das dann alles zerstört, bekommt ihr natürlich auch am Ende des Tages eine höhere Ausbeute, könnt dann auch mehr von den Geräten herstellen, um eure Waffen zu verbessern, zu verstärken, die Affixe zu fixieren und solchen Sachen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, immer auf schwer hier durchlaufen, wenn ihr es schafft. Oder ihr macht das Ganze auch auf schwer in einem öffentlichen Spiel. Spielt dann quasi diesen Dungeon einmal komplett durch, so dass ihr am Ende auch das amorphe Material bekommt, was ihr benötigt. Sei es jetzt zum Beispiel für euren Energieaktivator oder ich weiß nicht mehr genau für welchen Char, aber ich glaube, das war Glay. Klar, das war Glay. Und da bekommen wir hier dann auch nochmal das ein oder andere oder haben die Möglichkeit, hier das ein oder andere zu bekommen. Auf schwer haben wir hier auch noch zwei Geräte, die wir umhauen müssen. Nach denen habe ich jetzt gerade Ausschau gehalten. Die haben wir im Normalfall nicht. Wir hauen quasi eine bestimmte Anzahl von Mobs um. Dann müssen wir das Gerät umhauen. Das Ganze machen wir zweimal. Und dort tauchen dann zwei Elite-Gegner auf. Wenn wir das Ganze jetzt auf normal machen, kommen die später. Auf schwer haben wir aber die Möglichkeit, zweimal diesen Drop zu bekommen. Also in dem Raum eben hatten wir die Möglichkeit, von zwei Elite-Gegnern jeweils Kohlenstoffaktivatoren zu bekommen. Und hier in diesem Raum haben wir es ebenfalls. Auf normal wird jetzt hier gleich ein Elite auftauchen. Auf schwer taucht er auch auf, aber auf schwer tauchen auch nochmal zusätzlich Elite auf in dem Raum, wo ich eben so ein bisschen weird durch die Gegend gesprungen bin, weil ich halt nach den Gerätschaften Ausschau gehalten habe, um sie zu zerstören. Somit habt ihr dann natürlich auch auf schwer eine höhere Ausbeute an Kohlenstoffaktivatoren, wenn ihr das dann auch auf schwer macht. Deswegen favorisiere ich schwer auch.
So, wenn wir jetzt hier gleich genug umgehauen haben. Da haben wir jetzt schon mal einen Elite. Und hier haben wir dann auch unseren Aktivator. Auf schwer sind hier auch wieder zwei von diesen Kollegen. Somit haben wir die Möglichkeit, auf schwer viermal einen Aktivator abzugreifen. Auf normal haben wir es nur ein einziges Mal. Und der Unterschied könnte sein, auf normal waren es jetzt 5, auf schwer könnten es potenziell 20 sein. Und damit sind wir auch schon beim letzten Bauplan, Spiralkatalysator. Wir haben hier drei Möglichkeiten, an den Katalysator heranzukommen. Eine Möglichkeit funktioniert nicht mehr, weil dieses Material nicht mehr existiert. Wenn wir jetzt hier einmal drauf gehen, bei Option Nummer 1 haben wir eine 15%ige Chance, an den Bauplan zu kommen. Option Nummer 2 ist nicht zu empfehlen, denn hier haben wir nur eine 6%ige Chance. Und hier unten bei der dritten Option haben wir eine 32%ige Chance, an das Bauteil heranzukommen. Wir müssen jedes Mal einen Boss umhauen und wir müssen für jedes dieser Muster auch einen Dungeon abschließen. Und die schauen wir uns jetzt einmal an. Als erstes schauen wir uns den Dungeon an, wo wir die 32%ige Chance haben. Wir öffnen einmal den schweren Dungeon, dann düsen wir nach Vespas und suchen die Zuflucht. Da haben wir sie. Wenn wir jetzt hier auf das Material gehen, wir sehen nicht Lepic, deswegen ihr müsst unbedingt umstellen. Und wenn ihr das vergesst, werdet ihr das entsprechende Muster nicht bekommen. Und hier haben wir es auch schon. Wir bekommen garantiert für den Abschluss mindestens ein amorphes Muster. Macht das Ganze auf öffentlich, wenn ihr zu schwach seid. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, mindestens eines dieser Muster garantiert zu erhalten. Wenn ihr genug davon habt, dann müsst ihr leider den Verschlinger auf schwer machen. Mit dem haben einige Probleme. Ich habe ihn jetzt auch für meinen Farm gewählt mit Bunny auf schwer, mit Elektrowaffe und Solo hat das sehr gut funktioniert. Ich war sogar deutlich schneller als mit einer Gruppe. Also wenn ihr dann ein bisschen vernünftig aufgebaut seid, kommt ihr da ziemlich zügig durch. Aber diesen Dungeon könnt ihr ruhig in einer Gruppe machen. Und für die nächsten beiden können wir das Ganze auf normal machen. Als erstes suchen wir uns den Dungeon, wo wir die 15%ige Chance hatten. Und das ist das unbekannte Labor im unfruchtbaren Land. Hier haben wir den großen Vorteil, dass wir hier das Ding auch wieder zu 100% erhalten. Und das Ganze könnt ihr in der Gruppe machen, könnt ihr privat machen. Wenn ihr genug davon eingesammelt habt, dann geht ihr zur umwerfenden Schönheit. Das ist der zweite Boss auf normal. Haut sie um und habt dann dort entsprechend die Möglichkeit, dieses Bauteil zu erhalten. Und auch wenn das letzte jetzt nicht das Beste ist, gehen wir das trotzdem einmal durch. Wieder normaler Dungeon. Und hier haben wir das Refugium. Da haben wir es. Das amorphe Materialmuster haben wir hier. Ihr habt potenziell auch die Möglichkeit, Ultima Viesas Stabilisator zu erhalten. Aber 3% sind verdammt gering. Ich würde es euch wünschen, wenn ihr hier beides bekommt. Einmal Viesa Ultimate und Lepic Spiralkatalysator. Die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr, sehr gering, dass ihr hier entsprechend diese Dinger bekommt. Deswegen würde ich das hier nicht empfehlen. Wenn ihr genug von diesem Muster habt, müsst ihr noch zusätzlich den Sumpfläufer auf normal besiegen und dann könntet ihr potenziell das Ganze hier umwandeln. Und damit sind wir auch schon beim letzten Teil. Das ist Lepics Code. Und hier haben wir drei Möglichkeiten, denn eine ist auch hier nicht mehr möglich. Also wenn ihr eines im Besitz habt, könnt ihr sie weiterhin umwandeln. Wenn ihr dieses Muster farmen wollt, das ist nicht mehr möglich, weil es davon jetzt eine AA-Variante gibt. Deswegen haben wir hier nur drei zur Auswahl. Die erste Option hat eine 10%ige Chance, dauert aber potenziell länger, ist aber durchaus zu empfehlen. Option Nummer 2 ist nicht zu empfehlen, weil wir nur eine 3%ige Chance haben, das Ganze hier zu bekommen. Ja, wir können es auch noch ein bisschen erhöhen. Wir haben die Möglichkeit auf einen Doppeldrop,
Aber rein von der Prozentanzahl ist es eventuell nicht zu empfehlen. Von der Schnelligkeit her könnte es durchaus etwas für euch sein. Und die dritte Option ist eigentlich die, die ich empfehle. Denn wir haben hier auch wieder eine 10%ige Drop-Chance mit Variante 1, die höchste Prozentanzahl. Aber ihr habt hier auch noch die Möglichkeit, zu 20% ein Ulti-Wallby-Bauteil zu bekommen. Und das ist schon für eine Ulti-Variante ziemlich hoch. Wir springen einfach mal hier hinein. Wir brauchen das amorphe Materialmuster 72. Das bekommen wir in Vespas. Und hier haben wir den Außenposten. Das Material für unseren Lepic bekommen wir, wenn wir diesen Außenposten abschließen. Das Muster für Wallby bekommen wir durch eine Infiltration. Und die Infiltration hier ist ziemlich easy und entspannt. Wenn ihr eine Sharon habt, müsst ihr noch nicht mal die Uplink-Zeit reduzieren oder die Dauer erhöhen, denn die drei Geräte, die ihr hacken müsst, stehen direkt nebeneinander. Es kann durchaus sein, dass eventuell ein Gegner euren Weg kreuzt und euch blockiert. Dann wird die Zeit ein bisschen knapp. Aber ansonsten, die Geräte stehen alle drei nebeneinander, könnt ihr bequem abarbeiten. Und der Dude, der Elite-Gegner, der hier spawnt, ist auch ziemlich easy und entspannt. Wenn ihr eine Waffe mit 400.000 DPS oder mehr habt, solltet ihr das ohne Probleme hinbekommen. Umwandeln könnt ihr das Ganze hier oben. Der Typ hier ist allerdings ein bisschen schwerer und härter. Wenn ihr eine Wallby habt oder eine Bunny, ist das deutlich einfacher, weil ihr den Gegner dann auch über eure Skill-Effekte umhauen könnt, ohne dass ihr wirklich auf ihn schießen müsst. Aber hier die Umwandlung könnte ein bisschen schwieriger werden. Der Außenposten hier an sich, wenn ihr im schweren Schwierigkeitsgrad bereits unterwegs seid, sollte eigentlich nicht das Problem sein. Dann schauen wir uns einmal die Variante 1 in der Übersicht an. Dafür müssen wir einmal das Biolaubauer auf schwer machen. Schlucht der Weißen Nächte ist der Spot, wo wir hin müssen. So, hier haben wir das Biolabor. Wenn wir jetzt hier einmal drauf gehen, haben wir direkt das amorphe Material 106 und ihr seht Lepics Code zu 10%. Wenn ihr Ultimate Bunny noch nicht habt, habt ihr hier auch nochmal die Chance von 6% das Ganze zu bekommen. Wenn ihr ein Former erhaltet, könnt ihr natürlich die Chancen nochmal erhöhen. Zusätzlich habt ihr auch nochmal die Chance auf einen Bauplan-Kristallkatalysator von 20%. Deswegen, das hier ist durchaus zu empfehlen. Das Biolabor könnte eventuell ein bisschen länger dauern. Ihr bekommt mindestens ein Muster garantiert. Ihr könnt das Ganze natürlich auch in einem öffentlichen Spiel machen. Ihr könnt das Ganze auch privat machen. Aber tendenziell werdet ihr hier ein bisschen länger brauchen, um an das Muster zu gelangen. Und ihr müsst den Verhinderer auf schwer besiegen. Der könnte, je nachdem, was für eine Gruppe ihr erwischt, auch ein kleines Problem sein. Deswegen habe ich das Ganze hier als sinnvoll, aber nicht beste Farm-Variante eingestuft. Und die letzte Möglichkeit, an den Code zu gelangen, was ich nicht so ganz empfehle, weil das Ganze eine 3%ige Drop-Chance hat, ist der Fusionsreaktor in Vespas. 013 ist das Material, auf das wir es abgesehen haben. Also hier Vespas, ganz unten im Süden, normaler Schwierigkeitsgrad. Wir bekommen das Muster, wenn wir diesen Außenposten abschließen. Und wenn ihr eine Infiltration mit Sharon durchführt, habt ihr sogar die Möglichkeit auf einen Doppeldrop. Also die Ausbeute ist hier maximiert. Das Ganze könnt ihr hier oben bei den Ruinen einlösen. Direkt hier ist ein Spot für Viesa, um die entsprechenden Splitter zu farmen. 3% ist nicht die Welt. Habt ihr einen Former, könnt ihr das Ganze erhöhen. Ihr habt die Chance auf einen Doppeldrop. Ihr habt natürlich auch die Chance, hier weitere interessante Module zu bekommen. Aber wie gesagt, ist definitiv nicht die Variante mit der höchsten Drop-Chance. Und damit sind wir auch durch. Das sind die Spots, die ihr machen könnt, die ich teilweise empfehle. Ich wünsche euch, wenn ihr Lepic farmen wollt, dabei sehr viel Erfolg, maximale Ausbeute und maximales Glück, dass ihr die Bauteile sehr schnell zusammenbekommt und dann auch euren Lepic zusammenbauen könnt.